geil, dass auch jetzt schon der Rekord geknackt ist und hoffentlich kommen da noch ganz viele Tickets dazu. Also ich habe auf jeden Fall versucht, in Holland viele Leute hierher zu holen. Also Köln ist was Verrücktes, was ich immer von den Mädels, die hier aus der Nähe herkommen, weiß ich ja, die haben immer diese Musik auch, diese Schlagermusik, was persönlich nicht mein Favorit ist, aber für den Mädels ist es ja was Cooles. Deswegen denke ich auch, dass es ist einfach eine verrückte Stadt und ja, Leute sind Fußball verrückt, auch was du siehst bei den Männern. Und ja, das ist cool, dass es jetzt auch bei den Frauen dann so ist und dass hier der Standort ist für das Pokalfinale. Jedes Jahr, wenn man hierher fährt, wenn man im Finale steht, ist was Besonderes. Die Atmosphäre, die ist geil und ja, deswegen finde ich es richtig cool, dass wir hier immer wieder sein dürfen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man diese Erfolge schafft bei solchen großen Turnieren. Man sieht, was passiert, dass quasi was brennt in so ein Land, dass man, ja, wenn den Frauen Erfolg haben, das habe ich damals auch bei uns in Holland gesehen, dann passiert was bei den Leuten, die kommen ins Stadion, die wollen dich von ganz nah beobachten, die wollen dabei sein und ja, das sieht man jetzt auch in Deutschland, zum Beispiel auch bei Poppy, bei Svenny, bei Obi, ja, Leute wollen einfach ein Autogramm haben, ein Trikot haben, das ist wichtig und das muss man jetzt auch weitermachen und das jetzt auch für das Pokalfinale wieder so viele Tickets verkauft sind, ja, das ist auch einfach, weil Leute so viel Zeit und Energie da reinstecken und ja, es ist nicht selbstverständlich, man muss auch immer dranbleiben, weil du weißt nie, was in 2, 3 Jahren ist.